Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Intersexualität ist nach wie vor ein gesellschaftliches Tabuthema. Denn gemeinhin wird in unserer Gesellschaft nach wie vor davon ausgegangen, dass es zwei Geschlechter gibt, nämlich ein weibliches und ein männliches. Das hat erhebliche Folgen für diejenigen, die mit uneinheitlichen Geschlechtsmerkmalen zur Welt kommen. Denn diese Menschen stellen dieses zentrale Ordnungsprinzip der Gesellschaft infrage. Und in diesem Zusammenhang ist es auch nicht zu unterschätzen, welche Definitionsmacht Medizinerinnen und Mediziner in diesem Zusammenhang eigentlich haben. Denn intersexuelle Menschen werden nach wie vor pathologisiert. Laut ICD-Klassifikation der WHO handelt es sich nämlich bei Intersexualität nicht einfach um irgendeine Ausprägung von menschlicher Identität, wie es so viele gibt, sondern es handelt sich um eine Störung der Geschlechtsentwicklung. Und auf dieser Basis wird auch nach wie vor immer noch behandelt. Und was heißt in diesem Zusammenhang Behandlung? Das heißt, dass an Menschen, an Babys, an Kleinkindern, die noch nicht ihre Einwilligung geben können, Behandlungen vorgenommen werden, Operationen vorgenommen werden, Hormonbehandlungen vorgenommen werden, auch dann, wenn dies medizinisch gar nicht indiziert ist, sondern nur aufgrund der Tatsache, dass man hier einen Menschen vermeintlich vereinheitlichen möchte, dass man hier einen Menschen zuschreiben möchte zu einer Geschlechterdefinition. Und das heißt, die große Bedeutung der Medizin bringt es auch mit sich, dass Medizinerinnen und Mediziner hier eine große Verantwortung haben. Deshalb sagen wir in unserem Antrag sehr eindeutig, dass nicht nur die Praxis dieser geschlechtsangleichenden Operationen auf den Prüfstand gehört, sondern auch die Medizinerinnen und Mediziner müssen sensibilisiert werden, um eben hier auch Eltern beraten zu können. Denn es hat sich gezeigt, dass dort, wo Medizinerinnen und Mediziner die Ersten sind, die Eltern beraten von einem Kind, das mit uneinheitlichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommt, dass dort in den meisten Fällen zu einer medizinischen Behandlung beraten wird. Deswegen sagen wir, Medizinerinnen und Mediziner müssen sensibilisiert werden, aber gleichzeitig muss für die Eltern, für die das auch eine schwierige Situation ist, in einer Gesellschaft, in der eigentlich eindeutig von Männern und Frauen ausgegangen wird, für diese Eltern brauchen wir eine unabhängige Beratung. Denn klar ist auch, dass diese Menschen, die von dieser Diagnose betroffen oder vielleicht sagen wir besser getroffen werden, die Zuschreibung einer Störung gar nicht zutreffend ist. Und sie lehnen auch die Pathologisierung ab. Langsam greift aber die Auffassung auch durchaus Raum, dass Geschlechtsidentitäten jenseits der bipolaren Zweigeschlechtlichkeit vielleicht auch vorhanden sein könnten. Und daraus muss sich auch endlich das Recht auf eine selbstbestimmte Identitätsentwicklung ableiten. Und Sven Lehmann hat an diesem Wochenende anlässlich der Verleihung der Kompassnadel, also des Preises des Schwulen Netzwerks NRW, das so zusammengefasst. Über unsere Sexualität, über unser Geschlecht und über unseren Körper bestimmen wir selbst und niemand sonst. Und das finde ich, muss der Leitsatz sein für eine Politik, die sich daran ausrichtet, dass Menschen ihre Identität selbst bestimmen müssen. Und das Schwule Netzwerk NRW hat eben diesen Preis, die Kompassnadel, an Vanya und die Kampagne Dritte Option verliehen. Und diese Kampagne streitet jetzt seit 5 Jahren und mittlerweile erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht dafür, dass es auch einen weiteren positiven, selbstbestimmten dritten Geschlechtseintrag geben muss. Denn intersexuelle Menschen sind nicht anders, sie sind auch nicht geschlechtslos und sie sind auch nicht falsch. Und der Bund ist aufgefordert, nun ein Gesetz vorzulegen im Sinne geschlechtlicher Selbstbestimmung. Da warten wir noch drauf. Der erste Versuch des Bundesinnenministers ist da aus unserer Sicht unzureichend, aber der kann ja auch noch nachgearbeitet werden. Und zu Selbstbestimmung und dem Recht auf körperliche Unversehrtheit gehört eben auch ein Ende der medizinisch nicht indizierten Operationen und Hormonbehandlungen an Säuglingen und Kleinkindern. Denn Selbstbestimmung bedeutet für das Individuum, sich frei entfalten zu dürfen, sich frei entfalten zu können und von Eingriffen, unnötigen Eingriffen des Staates auch frei zu sein. Für die Gesellschaft aber, und das finde ich, ist im Zusammenhang mit Tabuthemen, mit Zweigeschlechtlichkeit und Dingen, die uns vielleicht herausfordern, noch mal besonders wichtig. Für eine Gesellschaft bedeutet Selbstbestimmung des Individuums, dass wir als Gesellschaft das eben auch aushalten müssen. Vielen Dank.